Hallihallo, habe die Ehren. Herzlich willkommen zurück hier zum Car Mechanic Simulator 2021. Wir haben im letzten Video hier unseren Land Rover fertig gebastelt. Fangen jetzt an hier mit unserem Tuning-Projekt. Und zwar ein Hot Rod. Wir schauen uns mal drunter, was denn hier Sache ist. Okay, schaut erstmal gar nicht so spannend aus. Aber fangen wir einfach mal an, ne? Weg mit Essen. Lass mal schauen, was wir für einen Motor hatten. Den werden wir sehr wahrscheinlich mit Kompressor laden. Weil das einfach am meisten Leistung gibt. Natürlich Tuning, klar. Um nicht zu reden. Unsere Fahrzeuge werden gepimpert, bis dann geht nicht mehr. Fies verrostet, hey. Das wird wahrscheinlich heißen, dass wir nicht viele reparierbare Teile uns rausholen können. Mal gucken. Ja, aber 13%, 8%. Nee. Raus. Gut. Das ist echt fies verdammt. Okay. Dann machen wir gleich hinten weiter. Schon lange mal so ein Kopf. Stark, sich. Eigentlich müssten wir hier relativ viel Chrom ranbringen, ha? Dafür sind die ja prädestiniert, dass die verkuppt sind. Oder viel Chrom dran ist. Mir dann nochmal ein Bild anschauen, wie der komplett ausgesehen hat. Aber der wird irgendwo Decoils haben, also quasi wahrscheinlich irgendwo Flammen oder was weiß der Geier.
der denn bitte seinen Sicherungskasten? Okay. Oh, da bleibt nochmal viel da. Viel übrig vom Auto. Das bleibt mir nicht. Der muckt schon wieder ein bisschen. Okay. Eigentlich, ja, jetzt nochmal den Motor erst einmal rausheben. Dann tun wir rüber auf die Arbeitsbühne. Ah, das Getriebe ist ja noch dran, ja klar. Die Hebebühne. So. Mhm. Man sieht volle Kanone, das sind den Motor. Ich werde den auch so, ob ich ihn außen gelb mache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommen wir die Flammen mit raus. Wir werden hier wahrscheinlich keine. Ja. Doch so viel, ne? Okay, wir machen mototechnisch alles in Chrom. Block. Wie machen wir den Block? Wir brauchen einen V8 OHV Kompressor. Yep. Dann soll man ein sauberes Chrom hinkriegen. Auf jeden Fall natürlich in Chrom. Das ist jetzt ein scheiß Beispiel, gell?
Kolben. Kolbenringe. So, 8:3. Na. Gut. Da noch eine? Nein. Nehmen wir dich. Dich. Die kann man nicht mitkaufen. Jetzt ist die schwarz. Dann wird das auch schwarz. Gut, den sehen wir nicht so. Ölwanne ist auch schwarz. Okay, an der Ölwanne können wir, glaube ich, das Chrom testen. Also, ob das die richtige Farbwahl war. Ölfilter werden wir nicht Chrom kriegen. Weiter. Weißes Chrom irgendwie, ne? Tacken zu dunkel. Das nehme ich. Ja, wir schauen jetzt trotzdem mal einen Ölfilter an, ob wir da noch irgendwas hell kriegen. Wir werden eh ein paar rote Akzente drin haben, die werden wir gar nicht vermeiden können. Für 100 Flocken machen wir das. Dann haben wir noch den... Was haben wir noch? Kraft gehabt? Zündspule aus. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht hell kriegen. Ich hab doch eine Tuning-Zündspule gekauft, oder? Hab die schon gebaut? Jetzt blöd. Kann ich die gar nicht. Kann ich die Tuning gar nicht pimpen, oder? Ja, okay, passt. Bisschen hell, aber... Ne, kann man gar nicht pimpen. Blöd, aber gut. Soll allein. Den lassen wir gleich so, wie er ist. Dann ist er mal schnell leer.
Gott. Ja, aber muss alles mitnehmen, Prozentzahl. Na? Hey, Rot gibt aber da 13 PS allein wegen der Farbe. Das ist ja schon bekannt in der Tuning-Szene. Okay, du bist Chrom. Zylinderköpfe möchte ich mir anschauen. Okay, die schauen wir uns an. Der müsste schon Chrom sein, der Zündverteiler. Die Kappe. Die Zündverteilerkappe brauchen wir. War das ein Tuning-Teil? Warte mal, machen wir jetzt anders. Machen wir jetzt so. Was muss man denn sehen, nämlich nichts? A, B ist. Auch ein Tuning-Teil. Shit. Na, guck mal. Können wir wieder in das Innenleben machen, ne? So mit Leben. Mal nicht drum rum, ne? Und die Tuning-Kappe, meine ich, können wir gar nicht. Weiß. Au. Das Ding hier fehlt noch. Steuergehäuse. Ja, Kappe. Mhm. Das Gehäuse haben wir noch. Jetzt halt gerne so. Wasserpumpe meine ich, konnte man lackieren, oder? Aber nicht die. Nun gut.
hier keinen Deckel drauf. Ah, da fehlen die Stifte. Brauchen wir 16. Die sind aber ganz normal, gell? Die haben wir nie als Tuning gehabt. Warum 16? Oh, aber haben wir noch welche auf Petto? 2, 4, 6, 7, 8. Okay, dann kaufen wir drüben einfach nochmal 8 dazu. Schnell weiter. Wir hätten das Chroma gekriegt, indem wir einfach die Rauheit komplett rausgenommen hätten wahrscheinlich. Jetzt warte mal, bevor wir das reinbauen. Vielleicht diesen ganzen Bullshit wieder rausknütteln muss, weil die zwei möchte ich eigentlich schon. Machen wir das jetzt so. Schauen wir nochmal schnell. Ändert jetzt nicht wirklich was. Ich krieg's ja leider nicht chromiger. Stellt es euch vor, leider. Die Farbe zu dunkel gewählt. Das machen wir mal kurz hier, damit wir wieder auf dem Level sind. Oh. Ja. Boah, wir machen den Zündkabelsatz. Mal anschauen. Mal nochmal kurz die Ventildeckel angucken. Schon der Farbton.
Er wird nur einen Tacken heller, weil ich ihm. Er wird dunkler, wenn ich ihm die Rauheit rausnehme. Sieht so marmoriert irgendwie aus. Gut, liegt jetzt an dem Teil. Wir machen das so. So, jetzt brauchen wir hier den Ventildeckel Typ A. Und die müssten doch cool sein. Zündkabelsatz. Geil, mach mal chromrot. Jo. Einfach, weil wir es können. Ein bisschen ein helleres, ein bisschen mehr. Geht aber nicht heller, gell? Wir haben die Drosselklappen oben, haben wir dann auch noch in Rot, weil das Tuning-Teil ist. Dann passt es. No. Aber das ist ja schon nicht chrom, oder? Ja. So, dann fehlt ja noch der Keilriemen, dass der Kompressor antrieben wird. Okay, dann müssen wir nur noch. Ah, hier fehlt noch einer, okay. So und so und so.
noch eine Tür mit Scheiben, ne? Omega geht's nicht, mit den roten Akzenten. Gekauft. Gut. Dann haben wir den Motor schon mal fertig. Oh. Ist ein bisschen höher sitzen, was, dass er oben rausschaut. Aber gut. Wir nehmen ihn so jetzt, wie es ist. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bleibt dran. Wir machen im nächsten Video den Kübel hier schick. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in dem Video. Lasst mir gerne einen Support da, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis dahin, habe die Ehre und Servus!